Hallo Sportsfreunde! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir spielen heute den deutschen Pokal gegen Erzgebirge Aue und das wird Aue geben für die Aue. Ja, das gibt Aue Haue für Aue. Erzgebirge Aue. Wir heute auch endlich mal in den gelben Trikots, in Eigelb heute schön. Schöner Kontrast zum Lila haben wir uns gedacht, noch nie in den Trikots gespielt. Vielleicht ist es ja ein kleiner Glücksbringer. Fridolin Schlümpel hier im Bild zu sehen übrigens, mit seinem nicht mehr mega Afro, der ist ein bisschen kürzer geraten. Deutscher Pokal im Europark wird gespielt, 24. Oktober 2012, Anschluss 20:30 Uhr, Schiedsrichter ist Wladimir Sorpionov. Russe tippe ich. Sorpionov, Profi, 6 Minuten und es regnet auf dem Platz. Ja, soll ich heute mal Erzgebirge auf? Ja, mach das ruhig mal. Da haben wir zum Beispiel Mendel im Tor, Müller, Paulus, Nick Henning, Klingbeil, Hensel, Schlitte, Höfler, Monteanu, Silvestre, Savran. Ja, sagen wir jetzt alle nichts, außer Nicke nicht, Tobias Nicke nicht, der kommt nämlich vom FC, früher aus der Jugend, aber okay, so viel dazu, jetzt die Aufstellung des ersten FC Mugambi. Gronkh im Tor, davor der erfolgreiche Comebacker Frittchen, Commander Krieger, Hans Sapai, Rahmschnitzel, Lux Deigling, Piet Smitty, Timbo, Niki im zentralen offensiven Mittelfeld, sind wir mal gespannt, was da geht, und Rumpel und Sarazar müssen es vorne richten. Ja. Hoffentlich richten die auch mal wieder was. So, hier der Scout-Bericht von Erzgebirge Aue mit einer Aufstellung von 4-1-3-2 wird angetreten. Ist natürlich jetzt ein Pokalspiel, also es geht hier nicht irgendwie um Bundesliga-Platzierung. Aue auch eine Mannschaft aus der zweiten Liga, ne? Aus der zweiten Liga, genau. Da geht es jetzt um alles. Es ist ein K.O.-Spiel. Also wer gewinnt, ist weiter. Wer verliert, ist raus. Es gibt kein Unentschieden. Dann gibt es Verlängerungen und Elfmeterschießen, je nachdem. Und man weiß natürlich, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Da sind die Außenseiter auch oftmals gar nicht so schlecht dabei. So, hier habe ich nämlich gelesen, übrigens in den Kommentaren bei YouTube, dass wir ruhig die Spiele hier auch mal ernst nehmen sollen. Warum? Weiß ich nicht, weil die Leute sich freuen würden, wenn wir die Spiele hier ernst nehmen. So. Das Schöne daran ist, dass ich nie spielen muss, sondern du. Ich glaube, der ist super. Ja. Mach schnell weiter. Nehmen wir das Spiel voll ernst. Der deutsche Pokal. Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Mugambi. Kameramänner sind auch am Start. Das finde ich immer echt lustig, wenn man im Hintergrund die ganzen Wohnsiedlungen und Wohnhäuser sieht, von deren Fenstern aus die Menschen dann tatsächlich hier das Spiel live beobachten können. Mhm. Das ist natürlich dann, wenn du Miete inklusive Dauerkarte zahlst, geht's natürlich. Das geht auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele Stadien, die so aufgebaut sind. Ja, gibt's, klar. Leute, ne? Zum Beispiel, ich glaube, das, aber spielt 1860 nochmal damals, hatten die... Ich glaube, mittlerweile spielen die auch in der Allianz Arena, ja, tatsächlich. Ja, das war mal so, ne? Dass die, da hatten die mal so ein Stadion, glaube ich, wo da direkt... Ach, ja. Guck mal, Russland, ja. Sorpionov, Wladimir. Wir haben ja gar nicht unsere Namen auf den gelben Trikots, habe ich gerade gesehen. Hier sind keine Namen drauf, aber wir wissen ja, wer ist. Ne? Aber sind gar nicht so hässlich, die gelben Trikots. Nee, sind gar nicht so hässlich. Die, mit denen haben wir ja noch nie gespielt, glaube ich, ne? Mit den gelben. Aber die passen ja jetzt zu Lila als Kontrastfarbe. Das sind ja nochmal die Aufstellung von Erzgebirge Aue. Im Stadion ist nicht so viel los, man hört schon. Ja, auch die Fans des 1. FC Mugambi scheinen eher zu Hause vorm Rechner zu sitzen. Man hört jetzt nicht viel aus der Mugambi-Fankurve. Ja, ist natürlich auch ein kleines Stadion da bei Aue. Ist jetzt nicht das Riesenstadion. Hier nochmal die Aufstellung vom 1. FC Mugambi. Der Favorit natürlich in diesem Spiel als Bundesliga-Team gegen Aue, die in der zweiten Liga immer antreten. Hier nochmal die Aufstellung. Da bin ich mal gespannt, wie das heute über ausgehen Pete wird. Über Piet Smitty und Niki muss seine Mitte natürlich viel gehen heute im Spielaufbau. Das ist die Torfabrik. So heißt der Ball. Ziemlich cooler Name, finde ich. So wie ein Adidas-Ball, ne? Ja. Von Adidasler. Schön. Guter Einsatz direkt mal hier. Das Spiel ist sehr nah. Ja, da wurde ich aber gefoult. Ich habe das Gefühl, der Platz ist sehr leicht nass, es regnet leicht. Schön. Muss ich mal gehen mit dem Ball. Ja, mach ruhig. Ich wäre da. Oh. Oh. Oh, aber direkt zwei große Chancen. Schön gespielt. So kannst du da weitergehen. Ja, Erzgebirge Aue müssten wir eigentlich vom Stärkeverhältnis locker schlagen können, aber man darf sich nie zu früh freuen, weil wie du schon gesagt hast, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Nochmal zurück eben, komm. Genau, Hans Sapai, die Nummer 2 beim 1. FC Mugambe. Ach du Schabernack, du Schabernack, ach du heiliger Schabernack. Man merkt, dass das Stadion doch mal eine ganze Ecke kleiner ist als diese großen Bundesliga-Stadion. Ist das Abseits? Nee, ist kein Abseits. Ist noch drinne, der ist noch gefährlich dabei. Ui. Ja, nicht ungefährlich. Nette Möglichkeit. Bisschen in Rücklage da, Safran. Man merkt, dass überhaupt nichts los ist heute. Gucken wahrscheinlich mehr Leute zu bei dem Spiel virtuell, als sie auf der Tribüne sitzen virtuell. Daheim auf den heimischen Rechnern bei YouTube beispielsweise. So, Fridolin Schlömpel. Probiert's mit einem Angriff. Ala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 l
Zu Hans vielleicht? Der Hans, der kann's. Oh. Habe ich mich übertölpeln lassen. Dachte ich, da wird mehr draus gemacht mit Sarraza. Ich dachte, da kannst du jetzt mal ein bisschen dribbeln, aber nix da. So schlecht ist auch nicht. Man kann hier nicht tun und lassen, was man will. Leider. So, jetzt aber hier. Konter über Piet. Rumpel. Sergeant Rumpel. Schöner Schuss. Ah, das ist das Problem. Die Leute schreiben ja, man macht Fernschüsse. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein guter Fernschuss hier da war. Weil der immer an der Defensive hängen bleibt irgendwie. Ja, außen. Genau. Guck mal, hier kannst du nochmal in die Mitte zu Sarraza. Hm. Na, schade. Aber guck mal jetzt. Ja. Jawohl. 1-1. Es ist eigentlich ganz leicht gegen Aue. Ganz leicht. Eigentlich können wir uns hier nicht so unterbuttern lassen. Nee. Wir müssen Sieg rausgeholt werden, aber wir spielen jetzt auch ein bisschen lapidar. Und auch zum Sarraza tut so ein Tor, glaube ich, mal wieder gut. Keine Schnitte, der war drinne. War eine Käseschnitte. Keine Schlitte. Ah, nee. So ist wichtig, so ein Ausgleich vor der Hälfte natürlich. Obwohl ich ja sagen muss, Aue kann gut gegenhalten. Also schlecht ist das, was die Jungs da machen, nicht. Wow. Und das wäre beinahe das 2-1 gewesen für Aue. Ja, wir müssen uns steigern in der zweiten Hälfte. Das war nicht genug. Die anderen Ergebnisse. Gibt es irgendwelche? Gucken wir mal gerade. Lautern Wolfsburg 0-0. Nürnberg führt gegen Dresden. Leverkusen gegen Hamburg 1-0. Frankfurt 1-0 gegen Paderborn. Bayern führt 1-0 gegen Dortmund. Fürth 1-0 gegen Duisburg. Und Bochum führt 1-0 in Jahn. Also keine großen Überraschungen bislang. Das ist unser Ergebnis natürlich noch am ehesten die Überraschung. Ja, ist es auch. König gegen Safran. Wir lassen erstmal so. Wir spielen erstmal so weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Schöner Pass. Hat aber nicht so schön der zweite Pass. Der Ball ist sicher. Kumana-Krieger. Das kann er draus zaubern. Die Tante Krieger. Oh. Ah, das war aber schwach. Das war ganz, ganz schwach wieder von uns. Mit der Einstellung, wie wir jetzt gerade spielen, da kommen wir nicht weit, ne? Kommen wir nicht weit. Was ist mit dem Rumpel los hier? Ah, oh, da schießt er mich so glücklich an, obwohl ich den Weg geahnt hatte. Schade. Ich glaube, wir wechseln doch mal aus. Also ich muss ja sagen, dass mir der Sergeant Rumpel hier in dem Spiel jetzt nicht so gut gefallen hat. Nee, bislang nicht so, ne? Nee. Niki vielleicht auch nicht, vielleicht Timbo mal lieber ins Offensive. Rumpel gegen Dennis Wert nochmal, würde ich sagen. Der ist auch eh frischer dabei. Und Niki gegen Timbo so? Ja. Und dann können wir den gegen Juga wechseln vielleicht. So, ich glaube, das macht Sinn. Spiel fortsetzen. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Gegen Aue jetzt. Wir wollen ja heute Aue machen. Es gibt natürlich nur einen Sieger, 1-1. Nur einen Sieger kann vom Platz geben. Unentschieden gibt es nicht beim Pokal. Ja, und so ein Elfmeterschießen, da würde ich mich ungern drauf einlassen. Elfmeterschießen würde ich mich auch. Vor allem müssen wir es eigentlich schaffen ohne Elfmeter gegen Aue. Ah, das war ein kleines Foul. Hatte ich schon vorher gepasst. Wunderbar. Ah, zu schnell angenommen. Ja, leider beschleunigt schon, ne? Ja, und dachte, dadurch käme ich da mal vorbei, aber auch nicht. Ich war mir aber auch nicht sicher, zu wem der Pass jetzt geht, ehrlich gesagt. Einen mache ich mal zu Friedo. Oh. Der war gut abgenommen. Fair. Hat irgendwie so ein bisschen das Feeling von so einem Testspiel, ne? Ja, weil es ja auch so ruhig im Stadion ist. Mhm. Jetzt würden wir gerade Fußball spielen, in echt. Guck mal, der Wert. Ach so. Ja. War eigentlich ein wertvoller Pass. Ja.
König. Ist der King am Ball? King auf dem Platz. Oh, oh, oh. Ah, den hat Gronkh sicher. Vielleicht mal ein Konter jetzt. Ja, das dauert schon zu lange. Ja, nee, rollt. Nee. Man muss manchmal echt sagen, dass man nicht so schnelle Dinger direkt umdrehen kann. Manchmal hampelt der NPC dann so ein bisschen rum, ne? Schön. Ah, da waren sie. Die Defensivspieler vom FC Aue. Erzgebirge Aue, ne? Ja. FC Erzgebirge. Erzgebirge vor allem. Erzgebirge. Schön da. Der richtige Ballkünstler am Start hier. Und jetzt Konter, komm. Über den Sarazar. Mach mal nach hinten rum. Ja. Ich probier's mal aus einfach. Wird schief gehen wahrscheinlich, aber... Schade. Aber immer ein Einwurf. Ja, die Flankenbälle sind auch noch nicht unsere Stärke, muss ich dazu sagen. Ne? Ja, ja, wollte ich aber gerade auch sagen. Das war definitiv ein Foul. Es gibt Freistoß. Ich flank den rein auf jeden Fall, ne? Oder mach ruhig flach. Und dann zimmern wir direkt drauf. Jawohl! Genau so geht's. Dennis Wert. Dennis Wert. Wunderbares Türchen. 68. Minute. Bin jetzt gar nicht so aufgeregt irgendwie. Nee. Aber der war souverän drinne. So leicht geht's. Mit diesen simplen Pässen können wir es auch gegen andere Mannschaften, glaube ich, mal eher schaffen. Ja, und wir müssen echt mehr Fernschüsse probieren. Die sind deutlich stärker in FIFA 13 als noch in FIFA 12. Wir dribbeln manchmal uns selber aus, habe ich das Gefühl. Dass wir dann 15 Mal noch hin und her passen, weil wir dann halt diese Nummer sicher einschalten wollen. Ach, schade. Ah, der wird überlaufen, hoffentlich. Klingbeil. Das klingt gut, sein Ball. Ah, wer hat jetzt Einwurf? War man sich nicht sicher gerade. Zumindest die Spieler waren sich nicht sicher. Der Schiedsrichter natürlich schon. Und das könnte das 2... Oi, 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 das 2-2-Beiner werden. Gut, wie Aue hier steht, aber auch. Oh. Ah. Den hat aber Müller. Ja, ja. Schlitte. Oh, das pfeift er bitte. Da bin ich gegen dich gelaufen. Warum pfeift er das? Kann ich absolut nicht nachvollziehen, diese Entscheidung des Schiedsrichters. Oh, super Kontermöglichkeit. Okay. Nein! Zu spät, eine Sekunde zu spät gepasst. Ja, in der Gronkos. 2-1 ist eigentlich für mich jetzt nicht zufriedenstellend. Bei denen ja, doch, im Pokal muss man einfach froh sein, wenn man weiter ist. Aber wir hätten da deutlich mehr auch rausholen können. Weil der Gegner wirklich nicht stark ist. Ach, aber auch nicht richtig schwach. Das darf man auch nicht unterschätzen. Immerhin zweite Liga. Also Greuther Fürth war jetzt auch nicht besser als Aue. Nee, das stimmt. Allerdings haben wir uns da anders... Oh, was Alter, macht denn das Fritchen ist desaströs. Längst auf Klären gedrückt, aber Fritchen braucht eine Stunde, bis er schießt. König war weiter mit dem Ausgleich, mit dem 2-2. Ah, dann hätte der Kölner Prinz aber reingemacht. Ja, der Lukas Podolski, den meinst du, ne? Ich mach mal ganz nach links, flach. Hehe. Haben wir ausgetrickst. Oh. Boah, die Pässe sind auch so schlecht. Teilweise richtig schlecht. Verstehe ich auch gar nicht, wieso. Boah, den hat er gut gehalten, der Silvestre. Kriegt er nicht, der Dennis Wert, den kriegt er nicht. Bleibt aber hinten dran, geht mit in die Defensive. Zurück zu Gronkh. Ja, die Angriffsaktionen sind echt eher mau. Größtenteils. Auf beiden Seiten. Da hätten auf beiden Seiten deutlich mehr Dinger fallen können. Ja, dann beim Abschluss hapert es dann doch wirklich. Ah, schön weggeholt.
Und noch ein Angriff, komm. Ne, nach hinten. Ja, ja. Hans Arbey. Hans der Kanz. Das wissen wir alle. Jetzt einmal noch ruhig. Guter Angriff machen. Timbo lässt sich da nicht beirren. Schön, Piet, Mitty. Ah, der Ball ist noch da eins. Da braucht er immer viel zu lange, ja, Piet Mitty. Piet ist immer. Leider sehr langsam. Piet ist leider sehr langsam, muss man sagen. Aber egal, Sieg. Genau, 2-1, das haben wir dick eingefahren, das Ding. War gar kein Problem, locker flockig durch die Hose haben wir das Ding gespielt. Ja, obwohl so ganz locker war es nicht. Es war natürlich souverän, bessere Mannschaft, aber 2-1 in Aue ist jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nö, absolut nicht. Also wir hätten da locker eigentlich auch mal ein 4-1 rausholen können. Hätten wir uns mal wirklich angestrengt und gesagt, komm, jetzt geben wir Vollgas. Aber naja, ist jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen. Also ich bin zufrieden mit dem Match. Wir sind weiter im Pokal, das ist die Hauptsache. Darum geht's ja. Und Aue leider nicht, aber sie haben tapfer sich geschlagen hier in dem kleinen Stadion, in dem kaum Atmosphäre aufkam, muss ich sagen. Es war für mich auch so ein Test. Obwohl es sehr gut besetzt aussieht. Also ich glaube, die Ränge sind voll. Ja, aber es sind halt nur kleine Ränge im Verhältnis da, zu... Oh, das war die erste Gelegenheit, die war auch schon groß. Ja, die war echt groß. Also es gab für beide Seiten große Gelegenheiten. Oh, das war sogar ein Fehler. War so eine Flanke vom Mitspieler in dem Fall. Oh, der war auch gut. Ja. Ah, das war jetzt kein Highlight. Da gibt es andere Highlights, meiner Meinung nach, die doch eher zu zeigen wären. Hier der Schuss von Dennis Werth. Wunderbar. Ins Glück. Ding. Ins mugambische Glück. Aue war nicht ungefährlich. Nee, für den Außenseiter haben die das vorne gut gemacht. Absolut. Muss man einfach sagen, das muss man auch anerkennen. Hut ab vor Aue. Und Spiel des Tages ist sogar Gronkh. Ja, Mendel wahrscheinlich nicht, weil der zwei Dinger reingelassen hat. Nikinik. Ich fand Silvestre auch sehr gut. Sarraza auch mit der 7,6. Rahmschnitzel auch sehr gut gespielt. Hm. Na gut. Spielinfo können wir noch einen Blick drauf werfen. Und dann sehen wir, das war verdammt ausgeglichen. Das war verdammt ausgeglichen. Ja. Erstaunlich ausgeglichen sogar. Also der Sieg. Puh. So, mal gucken, ob es hier irgendwelche Überraschungen gibt. Lautern Wolfsburg 0-1, Nürnberg gewinnt 3-1 gegen Dresden, Leverkusen 1-0 gegen Hamburg, Frankfurt 2-0 gegen Paderborn, Bayern 2-0 gegen Dortmund, Greuther Fürth 2-1 gegen Duisburg und Bochum gewinnt 2-0 in Jahren. Nee, das sind auch keine großen Überraschungen. Nee, gar keine großen Überraschungen dabei. 24. Oktober haben wir mittlerweile Turnierpreisgeld. Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Wettbewerb, deutscher Pokal, zusätzliches Transferbudget brauchen wir nicht. 125.000 können die uns mal auf eine gute Party einladen. Oder? So, hier, ich interessiere mich jetzt gerade für Platz. Die Bundesliga-Tabelle. Ja, wir haben schon ein Spiel mehr, ne, als die hinter uns. Ja, obwohl das nicht viel zu bedeuten hat. Wir können ja nochmal auf Vereinswettbewerbe, Ligatabelle mal einen Blick drauf werfen. Genau. Werder Bremen hat zum Beispiel ein Spiel weniger, Düsseldorf hat auch ein Spiel weniger. Ah, das ist natürlich interessant. Also, da geht noch was, aber viel nicht. Augsburg hat nur 7 Spiele sogar. Obwohl die uns auch nicht an uns rankommen. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, allein jetzt geht's gegen Mainz als nächstes. Platz 16. Die stehen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand. Die müssen auch was tun. Mainz müssten wir eigentlich schlagen. 7 Niederlagen, 2 Siege hatten die bisher nur. Wir hatten halt verdammt viele Unentschieden, ne? Wir hatten auch erst 2 Siege. Wir hatten nicht mal so viele Niederlagen, wenn man sich das anguckt, aber sehr oft Unentschieden gespielt. Ähnliche Statistik wie Gladbach halt. Obwohl unsere Tordifferenz immer bei minus 1 liegt, was mich sehr wundert. Da müssen wir was tun. Da müssen wir was tun. Da müssen wir Tore schießen mal wieder. Was ist mit Sarraza nur los, ey? Er hat getroffen im Pokal. Vielleicht gibt ihm das ein bisschen auf. Aber hoffen wir ja, dass mal über mehr geht. Hier, nochmal kurz die Pressekonfi. Und Dortmund schon mit 25 Punkten übrigens. Wahnsinn. Ja, liebe Sportsfreunde, dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. Mainz gegen Mugambe. Wie wird es wohl ausgehen? Schreibt doch mal eure Tipps in die Kommentare, da sind wir natürlich sehr gespannt. Und wir wünschen euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bleibt am Ball. Bis dahin.